Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier diese mehr oder weniger richtig schönen Pferde hier geholt. Und wie nein? Doch, die haben wir uns geholt. Und heute werden wir noch die restlichen zwei Steine holen. Diese magischen Steine, die uns hier so auf dem Weg begleiten. Und werden hier noch das Hain des Kleos freilegen. Und dann, ja, mal schauen, ob das dann weitergeht. Ich denke mal, dass wir diese mit dem magischen, diese Quest mit den magischen Steinen dann noch weiterverfolgen werden. Ich weiß aber nicht, wohin, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Vielleicht werden wir dann auch hier in der Nähe von Hain des Kleos so bleiben. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich so ein bisschen spontan, sage ich mal, entscheiden. So, genau. Du kannst schon mal... Ey, bleib doch mal stehen. Hallo. Dummes Pferd. Ach, du kannst mich mal nehmen. Ich hatte meins. So, dann werden wir uns mal aufmachen in die Richtung. Was ist denn das für eine Markierung noch bei mir? Eine, die direkt hier vorne bei ist. Keine Ahnung, warum die da drin ist. Ach so, weil ich da hingegangen bin wahrscheinlich. Okay. So, das Fragezeichen zeigte mir, glaube ich, auch noch nicht an, oder? Ich habe es jetzt nicht so... Doch, das ist das linke. Gut, dann müssten wir eigentlich wieder dahin. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Ich habe keine Ahnung, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Das war ein ziemlich schlechter Versuch, nebenbei bemerkt. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt noch genug Energie. Was schreist du mich hier so an? Ich bin sensibel. So. Achso, wir könnten hier direkt mal aufsetzen und ein bisschen Ausdauer sparen. Die Frage ist nur, wir müssen jetzt erstmal hier hoch. Das heißt, wir müssen wieder die Wand komplett hoch. Oh, da gibt es ein schönes Rätsel, sehe ich gerade. Oh, wissen wir nicht. Aha. Okay. Kurz auffüllen. Und das nehmen wir doch gerne an, wenn uns das schon angeboten wird. Hallo? Ist sie doof? Okay, das ist jetzt doch ein bisschen weit hier. Ich glaube nicht, dass das jetzt gehen wird. Ich weiß nicht, ob man... Darauf kann man aber nicht stehen, oder? Eieieiei. Oh, das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Da komme ich auch nicht mehr hin. Verdammte Hacke. Oh je. Oh je. Ja, das war's dann. Okay, also viel hat mir das jetzt nicht gebracht, aber naja, gut. Dann müssen wir halt hier hochgehen. Komm, das Stückchen schaffst du noch. So, dann hier das Stück. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht direkt irgendeinen Feind vor der Nase haben. So, wir müssen in die Richtung. Was ist denn das hier? Oh, ich wollte gerade schon sagen, das sieht mir so nach Gewölbe aus. Ist es aber gar nicht. Es ist eine Truhe. Sehr schön. So, wenn wir mal gucken. Hier gehen wir auf jeden Fall hoch. Was bist du denn? Gegen dich habe ich schon mal gekämpft, oder? Du warst doch dieses eine komische Viech da. Komm, geh hoch. So. Auf jeden Fall war es nichts Legendäres. So viel kann ich schon mal sagen. Oh, was ist das denn da hinten?
möchten hier eigentlich nur kurz durchreiten und noch nicht mal Hallo sagen. Tschö. So. Schieß mich bitte nicht an, weil ich möchte jetzt gerade... Oh. Ich habe gesagt, schieß mich nicht an, du Idiot. Oh. Oh. Entschuldigung. Hier sind doch garantiert auch wieder irgendwelche Gegner auf meinem Weg, oder? Ja. Ich glaube, da ist mir einer gefolgt. Ich habe aber ehrlich gesagt jetzt keine Lust nachzugucken. Schattenvollnis, okay. Also wir müssen da hoch. Okay. Schauen wir nochmal eben nach. Das ist ja... Boah, das ist ein ganz schöner Weg hier. Geradeaus weiter. Na, ob du dich da jetzt so drüber freuen sollst, ich weiß nicht. Ich möchte nämlich ehrlich gesagt jetzt nicht durch Kämpfer aufgehalten werden, sondern ich würde gerne schnell zu meinem Ziel kommen. Weshalb das Reiten im Übrigen auch ein sehr guter Weg ist, finde ich, um von A nach B zu kommen. In den Klüften. Verräter Brontes. Hephaistos Gehilfe, der meinen Donner gemacht hat? Das Nein, Mal, geh weg, geh weg. Auf einer Feier traf, folgte mir sein Oh Augen fuck, oh fuck. Unangenehm, ich bin früher gegangen. Hi. Du lässt mich einfach keine Spannung aufbauen, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Wo ist der hin? Junge. Okay, okay, okay. Ich weiß gar nicht, womit ich überhaupt heile. Aha. Ey, das war perfekt ausgewichen. Was soll das? Komm schon. Das war mal perfekt ausgewichen, ja. Aber sie hält da nicht viel von vom Ausweichen, wenn man drückt. Oh, fuck. Mann, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, toll. Das war jetzt perfektes Ausweichen. Das, wo ich nur panisch drauf gedrückt habe. Das ist doch mal klasse. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich meinen Vogel zur Hilfe hole. Das war definitiv die falsche Taste. Achso, das L. Ach, sag mir das so einer. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah! Kämpfe für mich. Oh, guter Vogel. Phönix, was auch immer. Ist ja auch ein Vogel. Boah. Eieiei. Kyklop, da muss es doch einen guten Einaugen. Oder du könntest vielleicht den Erfolg der Kriegerin würdigen. Schildträgerin. Okay. Nee. Falsche Taste.
Schwingen, schwingen, schwingen. Wo sehe ich meine Schwingen? Da. Okay, naja, so liebreizend sind sie jetzt ehrlich gesagt nicht. Das war eigentlich mit den Weißen. Ach, die waren so klein, ne? Deswegen habe ich die nicht genommen. Ne, die sind aber eigentlich auch so klein. Okay. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss mal eben ganz schnell speichern. Oh, ja, das hast du sehr gut gemacht, mein Süßer. Das hast du richtig gut gemacht. Oh, ich wollte gar nicht hier hin. Hallo? Machst du das mal auf? Da. Okay. Ja, gucken wir jetzt erstmal vorsorgehalber nochmal auf der Karte. Moment, aus der Richtung kamen wir doch, hä? Hätte ich da weitergemusst? Also quasi nach oben und dann nach links, oder wie? Ja, dann ist es aber doch richtig, wenn ich hier hochgehe. Eieiei. Also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber am interessantesten ist es ja meistens dann, wenn man mit etwas nicht rechnet, finde ich. War das jetzt ein Biberbär? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Komme ich da jetzt hoch? Die bewegen sich aber nicht, ne? Die sind alle versteinert, oder? Ich habe ja auch keine Ahnung, ob die gut sind oder nicht. So. Boah. Es sitzt mir jetzt echt gerade noch so ein bisschen in den Knochen. Weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass jetzt hier ein Bosskampf kommt. Na komm schon, geh hoch. Kriegen wir das hin? Ja, ne? So, 600 Meter sind nicht mehr ganz so weit. Das ist schon mal gut. Übrigens, es tut mir leid, meine Stimme hört sich im Moment wieder ziemlich komisch an, aber ich bin wieder richtig heftig erkältet. Aber ich habe mir gedacht, ich kann mir nicht noch mehr Pause gönnen. Irgendwann muss ich ja mal weitermachen mit dem Aufnehmen. Deswegen, ja, bin ich jetzt dran. So, Moment, jetzt haben wir hier 2000. Also die Richtung stimmt auf jeden Fall schon mal. Das heißt, das wird... Nee, das ist die Hephaistos-Statue. Kommt man damit... Ja, nein, man konnte nicht damit springen. Okay, das hatte ich vergessen. So. Was bist du denn da hinten? Ach du Scheiße. Okay. Nein, da wollen wir gerade ehrlich gesagt nicht hin. Jetzt sehe ich meine eigene Markierung nicht mehr. Was hast du? Hä? Die ist rechts? Ach so, das ist das andere. Oh, sag mir das doch einer. 200, ich denke mal hier. Das sieht mir ganz danach aus. Ja, die machen wir mal weg. Die irritiert nämlich. Okay, also haben wir hier anscheinend keinen Gegner. Okay, ich hätte mal lieber nichts sagen sollen. Die Frage ist jetzt, haben wir jetzt hier nur dieses Rätsel oder muss ich den jetzt besiegen? Ich denke mal, das ist nämlich das Rätsel, dass wir den Stein wieder durch den Gegner bekommen. Ich weiß gerade nicht mal, wie man schleicht. Moment. Die Taste was? Okay. Ich vergesse es jedes Mal. Ich weiß nicht warum, aber ich vergesse es jedes Mal. Oh, fuck. Oh, oh, oh.
nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Na, komm. Sehr schön. Ja, und ich hatte recht. Wir haben den magischen Stein. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes so in die Richtung zur Statue. Es wäre dann da hoch. Also wie gesagt, die ganzen Rätsel und so, die werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Aber ich möchte jetzt erstmal hier diese Steine soweit haben und schon mal alles freigelegt haben. Ich will jetzt auch nicht so von einer Quest zur anderen hin und her springen. Das finde ich dann auch ein bisschen doof. Was haben wir denn da? Oh, das sieht gut aus. Und tschüss. ja, so Kids auch. Mein Reittier springt mal einfach so die Klippe hinunter. Kein Thema. So, sehr schön. Das heißt jetzt für uns, dass wir nicht singen. Warte, Moment. Ich guck doch in die Richtung. Meine ich doch. So, das heißt, wir müssen wahrscheinlich aber von der linken Seite übers Wasser, ne? Dann würde ich sagen, dass wir wieder zurückgehen. Oh, was stand da gerade wieder mit Typhons Verderbnis? Ich kriege hier die Krise. Ich habe überhaupt gar keine Lust dazu, dass jetzt irgendwas gleich kommt. So, die Schmiedelande. Ich spare mir jetzt gerade das Sprint ein bisschen auf, falls wir hier gleich angegriffen werden. Athenas Idee, Ochsen vor den Pflug zu spannen, hat den Bauern gut getan. Oh je. Der Boden war fruchtbar, die Ernte üppig. Ja. Ja, genau deswegen habe ich mir das Sprinten aufbewahrt. Tschüss. Ich habe nämlich gerade keine Lust zu kämpfen. Ich will nur zum Ziel kommen. Also kämpfen ist kein Problem, aber wenn, dann bitte nicht immer zwischendurch, weil das ist ziemlich nervig. Wenn ich irgendwo hingehe und dann jemanden besiegen muss oder so, das ist okay. Athena machte den Sterblichen viele Geschenke. Mit dem Tempel der Athena revanchierten sich die Sterblichen. Endlich sagst du etwas Sinnvolles. Sterbliche sind kaum für etwas gut, aber Geschenke mag ich. Okay, die kommen ja nicht hinterher, das ist schon mal gut. Wenn ich da jetzt aber durchreite. So, okay. Ich hoffe, da ist jetzt nichts bei gewesen, was irgendwie schießt. So. Mal gucken. Ja, geh hoch. Los. Oh. Das hört sich aber irgendwie stark danach an, als ob da gerade was geschossen hat. Ach, da sind überall Wachen. Ach du Scheiße. Okay. Gut, aber wir sind ja jetzt hier hoffentlich an der richtigen Statue. Moment. Ach nee. Doch. Ach ja, ich wollte gerade sagen. Oh ja. Ja, 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 ja. Also mir geht es ja jetzt darum, erstmal alles zu erkunden und dann erst danach den Rest zu machen. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hoch? Wir müssen erstmal im Schild hoch. Oh, weise Athena. Atemberaubende Göttin, es macht dir doch nichts aus, dass ich auf deiner Aigis herumklettere? Athenas schildartige Aigis stand für ihre überlegenen strategischen Fähigkeiten. Das ist meine Aigis, weißt du? Also steht sie auch für Athenas Liebe zu ihrem Papa Zeus. Wenn du es sagst. Okay. Ja. Ja, komm. Einmal um die Hand rum. Ja.
Athenas Geschick inspirierte die Griechen zu wunderschönen Gewändern und Teppichen. Warum nicht dazu einen Aufzug zu erfinden? Ja, das wäre schön gewesen. Vor allen Dingen ein Aufzug, der jetzt hier die Statue hochgeht. Aber gut, müssen wir uns wie immer erklimmen und erkämpfen. Ist mir eine Ehre. Phoenix wusste, dass die Eule für die Weisheit der Athener stand. Und diese Weisheit teilte sie oft mit sterblichen Helden. Ich nenne das Weisheitsverschwendung. Muss ich jetzt noch... Doch, ich muss nach oben, ne? So, perfekt. Da sind wir. Dieses Land ist durchtränkt von Athenas Weisheit. Voller Tempel, die ihrem Geschick und ihrem Urteilsvermögen gewidmet sind. Uralter Mysterien. Und zahllosen Gefahren. Nicht übel. Wie hoch sind die Mieten hier so? Phoenix erblickte ein prachtvolles Gebäude. Das Archiv. Ein Ort, um Strategien und Heldentaten vergangenen Ruhmes zu studieren. Ah, dann ist Athena bestimmt dort. Sie hat meinen taktischen Verstand. Aber du hast alle deine Kinder gleich lieb, versteht sich. Ha, der war gut. Okay. So, dann haben wir hier noch was. Untersuche das Archiv. Ah, sehr schön. Das ist auch direkt nebenan von dem Stein. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, dass wir den Stein noch eben holen. Aber wenn wir sowieso in der Richtung noch etwas haben, was wir erkunden müssen, nämlich das Archiv, dann würde ich sagen, dass ich hier jetzt erstmal einen kleinen Cut mache und dass ich dann offline hier erstmal alles, was ich so finden kann in meiner Umgebung. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Das werde ich mir auch noch holen. In meiner Umgebung dann beobachte hier, also erkundschafte, und eventuell werde ich das noch offline machen, vielleicht aber auch dann in der nächsten Folge, dass ich unten das Ambrosia noch hole, was da gerade auf dem Kopf rumschwirrt. Ja, und in der nächsten Folge werden wir uns dann um das Archiv kümmern und auf dem Weg dahin noch kurz einen magischen Stein holen. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!